Ich weiß ja, dass es keinen Zweck hat. Haben Sie eine Idee, womit man hier ein Schloss aufbekommt? Meine Taschen sind leer, mein Kleiner. Genauso wie deine. Ich wollte ja nur... Aber ich habe Yukiko hier mit einem Draht in der Hand rumlaufen sehen. Das wäre doch schon mal was, danke. Bitte, gern geschehen. Ich bin gestern ganz früh eingeschlafen und jemand hat mich in mein Bett gebracht. Ja, so läuft das eben hier. Ich verstehe das nicht. Der dritte Glockenschlag hypnotisiert uns und sie bringen uns dann in unsere Betten. Wer sind denn Sie? Mein Gott, genau das weiß ja eben kein Mensch. Und das soll ich glauben? Dann stell doch eigene Nachforschungen an, du Philip Marlowe, und hör auf zu schmollen wie ein Baby. Hilft das Salzwasser Ihren Beinen? Ja, schon. Ich kriege manchmal Schuppenflechte. Sie sehen mir ziemlich traurig aus. Ja, ich muss so oft an meine Jungs zu Hause denken. Ich vermisse sie sehr. Das tut mir leid. Ich bin hier und sie sind ganz auf sich allein gestellt. Ich wollte sie nicht unnütz aufregen. Ich vermisse sie so sehr. Ich habe gehört, du hast ein Stück Draht. Schau mal auf meine Hände. Ja, genau. Ich brauche den Draht. Gibst du ihn mir? Ich danke dir. Wo hast du ihn gefunden? Aus wie ein Teil irgendeiner Maschine. Beide Enden sind scharf. Ich kann nicht noch mehr mit mir herumschleppen.
Mit einem Stück Draht kriegt man sie bestimmt auf, aber wo kriege ich das her? Na bitte, jetzt sollte sie aufgehen. Kann ich allein nicht bewegen? Von dieser Seite aus geht es nicht. Na, wenigstens das geht. Der Busch ist komplett verdorrt. Ich könnte ihn ganz einfach anstecken, aber wozu sollte das gut sein? Ein paar Funken allein genügen nicht. Draußen ist alles nass vom Regen. Boris hat gestern ein paar Blätter gesammelt. Vielleicht hat er die irgendwo versteckt. Da komme ich nicht ran. Ein Metallhaken am Ende. Den kriege ich ohne Werkzeug nicht ab. Hast du nicht vielleicht etwas Trockenes, das man mit einem Funken in Brand setzen kann? Ja, das habe ich. Und das habe ich auch gut versteckt. Ich habe ein wenig trockenes Gras an einem sehr, sehr guten Platz gebunkert. Würdest du mir welches abgeben? Sieh dir mal den an, ein Kapitalist. Immer schön langsam, quid pro quo. Und was willst du? Ihr nennt das doch freie Marktwirtschaft, oder? Was brauchst du? Bring mir erstmal ein paar Blätter von der nördlichen Klippe. Die werden schön trocken sein und gut zum Rauchen. Wie komme ich da überhaupt hin? Lass dir mal was einfallen. Sie denn da? Die Vögel auf den Klippen. Beneiden Sie sie um ihre Freiheit? Nein, ehrlich gesagt denke ich drüber nach, wie ich einen fangen kann. Und wozu, um Himmels Willen? Ein echter Kerl ist nun mal von Natur aus ein Jäger. Aber doch nur, um zu überleben. Verdammt, hör mir doch mit diesem romantischen Gesülze auf. Oh, Sie... Leck mich doch, Alter. Ich hab eh keine Lust mehr, mit dir zu reden. Und ist Ihnen irgendwas eingefallen? Ich werde eine Falle bauen.
Wie wollen Sie das denn anstellen? Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Du hast doch keine Ahnung. Wie Sie meinen, Sie Schlauberger? Willst du vielleicht ein bisschen was von mir lernen? Oh Mann. Dann hör auf, mich zu langweilen. Sie werden es auch noch kapieren. Laber keinen Scheiß und verzieh dich. Ich kann nicht noch mehr mit mir herumschleppen. Auch nicht da hochklettern. Von hier aus habe ich auch eine gute Aussicht auf die Insel. Ein einziger falscher Schritt und das wäre auch mein letzter.
Die Wurzeln haben sich hier einen Weg durch die Klippen gesucht. Ist vielleicht später noch nützlich. Wird schwierig werden, dahin zu kommen. Ist vielleicht später noch nützlich. Wird schwierig werden, dahin zu kommen. Die Klippe endet hier und fällt direkt steil ab ins Meer. Jetzt weißt du also, dass es kein Witz ist, oder? Nun lass mal gut sein. Ich wollte ja nur, dass du... Hört mal, ihr spielt eure Rolle ja ziemlich gut. Aber ich bin neugierig, wie lange ihr noch weiterspielen wollt. Wir Schauspieler nicht. Na klar doch, ich mach mir auch schon in die Hose vor Angst. Hey, du hast ja deine Strümpfe ausgezogen. Brauchst du die noch? Bist du eine Transe oder was? Haha, nein, ich brauch sie für was anderes. Die kannst du haben. Sie sind in meiner Jacke in Nummer 4. Danke, ich... Das heißt, wenn der Spinner dich reinlässt. Welcher Spinner denn? Das Bartgesicht. Er sieht ja eigentlich ganz gut aus.